So, okay, die Webseite ist soweit fertig. Jetzt brauche ich SSL-Zertifikate. Oh Gott, und keine Kohle. Also neues Projekt, SSL-Zertifikate. SSL. Kostenlos. Oh, und was haben wir da? Was haben wir da? Let's encrypt. Locker mit Docker. Alles klar, das kriegen wir hin. Wir nutzen einen Container, um uns SSL-Zertifikate zu generieren und das kostenlos. Und ganz einfach. In nur paar Schritten. Also, fangen wir an. Was brauchen wir? Wir brauchen einen Server und einen Docker-Container. Wir haben beides. Haben wir. Ich bin hier auf meinem Windows-Rechner. Ich habe Docker vor Windows Beta. Und jetzt nehmen wir mal die PowerShell. Und ich hatte hier doch auch noch was vorbereitet. Ich habe hier vorbereitet. Wo ist es? Wo ist es? Da. So. Und zwar, ich habe hier quasi meine Webseite. Das ist jetzt hier. Crankdev.de, ich will ja CrankTube TV, das passt besser ins Fernsehen, ne? Boah, das wird ein Portal, sei egal. Locker mit Docker hier. Und dann machen wir hier, ne, eine PowerShell auf. Und dann machen wir hier erstmal sauber. Alles klar. So, was brauchen wir? Es gibt auf Docker Hub, ne? Auf Docker Hub gibt es den Let's Encrypt Master. Latest Version. Ja, das ist aber GitHub. Docker Hub. Let's Encrypt. Ich tippe kurz Encrypt. Das ist natürlich voll gut in so einem Video. Let's Encrypt. Hier ist der Docker. Ich schmeiß den Link unten in die Kommentare. Nein, in die Beschreibung. In die Kommentare schmeißt ihr euer Zeug. Hoffentlich. Hey, der liegt überhaupt nicht bei Docker Hub. Aber ich schmeiß den Link trotzdem in die Beschreibung, weil der liegt bei Qual, das ist Quai. Quai. Hier ist er. Und den machen wir uns zunutze, indem wir sagen, wir gehen in unsere Terminal-Konsole und sagen Docker Run. Ne? Wir starten einen Docker-Container. Wir geben die Ports 443 und 80 frei in dem Docker-Container. Das ist wichtig, damit er den Check machen kann für das SSL-Zertifikat. Ob die Domain, die ihr da gerade versucht zu registrieren, auch auf dem aktuellen Host liegt. Dann gebe ich hier noch lokal halt hier zwei Ordner, mounte ich da rein und ich starte den Let's Encrypt Latest mit dem Befehl cert only und der Domain minus d cranktube tv. Jetzt kann man hier noch minus d machen, minus d crankdev.de zum Beispiel. Ne, dann habe ich zwei Domains. So, jetzt drücke ich Enter. Und der Docker-Container wird gezogen, runtergeladen, gebaut und gestartet. So, jetzt fragt er mich, möchte ich einen vorhandenen Webroot benutzen? Den habe ich hier lokal ja nicht und den habe ich auch auf meiner. Ich habe auf dem Docker-Host aber noch keinen Webserver. Deswegen kann ich sagen, hier Nummer 2, automatically use a temporary web service. Wenn ihr schon einen habt, solltet ihr den benutzen oder ihn ausschalten, sonst gibt es da Probleme. So, jetzt machen wir mal die 2, zack, Enter, Go. Und er holt sich quasi jetzt bei letsencrypt.org ein SSL-Zertifikat. Und da läuft es. Und da hat er versucht, ein Zertifikat zu holen für die Domain CrankTube.tv und für die CrankDev.de. Und er sagt mir, hat nicht geklappt. Weil halt beiden Domains nicht auf meine lokale Maschine hier aufgelöst werden von der IP, die ich da gerade aufrufe. Aber auf dem Server gar kein Problem. Und dann haben wir hier in den Ordnern, die heißen die Ordner. Dann haben wir hier in den Ordnern etc, Let's Encrypt und varlib Let's Encrypt unsere SSL-Zertifikate liegen. Die können wir ohne Probleme benutzen. Die sind, glaube ich, 3 bis 12 Monate haltbar. Ich weiß es gar nicht auswendig. Da müsste ich auch nachgucken, aber könnt ihr auch nachgucken in die Kommentare schreiben. Seid ihr wahrscheinlich eh viel schneller als ich. Und ansonsten abonniert mich. Naja. Oder auch nicht. Lasst es doch rein. Guckt euch das Video an, guckt auch hier das andere Let's Encrypt Video an. Ach nicht, das andere. Locker mit Docker Video. Und da geht's genau in dem Video. Ich blende das hier irgendwo ein. Mal gucken. Könnt ihr dann draufklicken. Da geht's um
Was anderes. RTMP-Server für Multistream auf Twitch, Hitbox und YouTube zum Beispiel. Ansonsten, wenn ihr Themen habt, die ihr reinhaben möchtet, schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es. Wenn es passt, dann disliked es. Schreibt auch in die Kommentare gerne, warum ihr es disliked. Und wir sehen uns.